Willkommen zurück zu diesem ruhigen Let's Play von Satinovs Ketten aus der Welt des Schwarze Auge. Mit diesem Let's Play möchte ich dir helfen, dich zu entspannen und zu einem ruhigen, tiefen Schlaf zu finden. Beim letzten Mal haben wir die Finale getroffen, die nun auf die Mauer geflohen ist vor der Menge, weil sie alles auf dem Markt kaputt machen musste. Na, jetzt müssen wir einen Weg finden, ihr zu helfen. Erst einmal schauen wir uns um, was wir hier alles machen können. Immerhin ein Andenken an Gwendling. Genau. Leb wohl, Gwendling. Ja, Ruhe und Frieden. Der Seher will uns alle mit einer Zauberharfe vernichten? Und dafür braucht er meine Fee? Das alles ist doch Wahnsinn! Schön, dass er schon von seiner Fee redet. Gut. So, dann schauen wir, was wir hier draußen machen können. Deine Fee ist in Gefahr, Nachthaar! Du schon wieder? Ein Mob hat sich versammelt. Sie soll brennen, wie eine Hexe. Hilf ihr, bevor es zu spät ist. Ich unterhalte mich also mit einem Raben. Was hat die Fee angestellt? Sie ist abgehauen und hat die Tiere befreit. Alles ist in Aufruhr geraten. Um ein Haar hätten sie deine Freundin erwischt. Aber sie hat sich auf die Mauer gerettet. Warum wollen sie Nuri verbrennen wie eine Hexe? Das kam, als sie in den Stand mit den Tonschüsseln fiel. Sie hat einen fürchterlichen Radau gemacht. Und als alle zu ihr hersahen, zauberte sie das ganze Chaos wieder ganz. Sie kann Dinge wieder heil zaubern? Ja, ganz wie eine Hexe. Und ein Scheiterhaufen ist hier schnell gebaut. Ich muss sie retten. Vielleicht kann uns ja der Rabe doch noch helfen. Wieso hilfst du nicht? Ich bin ein Rabe. Was kann ich schon tun? Klug daherschwatzen und dunkle Drohungen ausrufen. Ihr Biester bringt doch nur Unglück. Sehr hilfreich. Und jetzt hol sie von der Mauer, bevor es zu spät ist. Gut. Dann schauen wir. Ich denke mir was aus. Du halte still. Mach schon. Dann schauen wir mal. Vielleicht kann ich mit dem Hammer so ein Rückweg immer nicht decken. Das ist schon mal gut. Genau, nach oben zu nehmen. Vielleicht hilft das ja schon. Mit bloßen Händen werde ich es niemals lösen. Ich kann Dinge wieder heilen, aber vielleicht kann ich sie. Das Messer wieder heilen, zaubern. Kannst du das Messer mit deinem Zauber wieder ganz machen? Sicher. Muss ich dir das irgendwie zuwerfen? Nicht nötig. Es ist tatsächlich wieder ganz. Danke. Wirst du mich jetzt retten? Ich bin dabei. Das ist immer schön. Vor die berühmten 7 Schritte für einen Zauber. So. Kannst du da jetzt lassen? Bitte, Geron, mach schnell. Nicht mehr zu uns, aber irgendwie muss ich eine Brücke da überbauen. So, kann ich das Ganze verlassen.
Irgendetwas Großes, Langes brauche ich, um eine Brücke zu bauen. Die Scharniere waren noch schon ganz kaputt. Vielleicht kann ich die Tür dort abbauen. Ich versuche es einfach mal mit dem Hammer. Na schau mal, na gut. Dann packen wir die Tür auch gleich mal ein. Gut. Wir können also eine ganze Tür mit uns herumtragen. Interessant. Vielleicht kann ich jetzt die Tür... Geron! Sie werfen mit Steinen! Hier lang! Nori, komm jetzt! Was ist denn hier passiert? Keine Zeit! Wir müssen die Stadt verlassen. Ist er tot? Denk nicht an ihn. Wir müssen hier weg. Er wollte, dass du stirbst. Und wenn wir hier bleiben, dann wird das auch geschehen. Was? Woher weißt du das? Bevor er starb, hat er mich gebeten, dich zu töten. Aber das werde ich nicht. Ich werde dich beschützen. Also bitte, vertrau mir und komm endlich. Ihr könnt herauskommen. Der Mob hat sich beruhigt. Das war der Gong für die sechste Abendstunde. Ich sollte jetzt eigentlich ein Held sein. Ein Held? Der König hatte mich gebeten, die Krähenplage in seiner Burg zu beseitigen. Damit hätte ich es ihnen allen gezeigt. Krähenplage beseitigen? Feenretter sind mir da lieber. Ich werde nie wieder zurückkehren können. Gut so. Die Kreaturen, die deinen Meister ermordet haben, sie würden euch sofort finden. Warum weißt du so viel? Wieso hilfst du uns? Ich habe meine Gründe, Nachthaar. Nur gut, dass diese Kreaturen euch nicht vor mir gefunden haben. Nachthaar? Geron, was machen wir jetzt? Wir gehen zum Roten See in den Blutzinnen, ins Orkland. Ins Orkland? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Winling sagte etwas von einem Feenforscher. Er wird sich mit unserem... mit dir auskennen, Nori. Er wird dir helfen. Vielleicht kann er mir zeigen, wie ich wieder zaubern kann, ohne Schmerzen. Ja, bestimmt kann er das. Was glaubst du, Rabe? Denkbar wäre es. Der Forscher darf mich aber nicht zurück in meine Heimat bringen. Dort will ich nie mehr hin. Komm, ich möchte bis zum Sonnenuntergang so weit von hier fort sein wie möglich. Armer Junge, er verwechselt Verzweiflung mit Entschlossenheit. Ich vertraue ihm. Du weißt, sein Meister hat ihm befohlen, dich zu töten. Ich weiß. Er hat es mir gesagt. Aber er wird es nicht tun. Er wird mich in Sicherheit bringen und zusammen werden wir die Welt sehen. Oh, wird das schön. Geron, warte! Mach dir keine Sorgen, Rabe. Er macht schon keine Dummheiten. Ich hoffe, du hast recht, Kind. Er will einfach ohne Vorbereitung ins Orkland gehen. Ohne Plan. Zum ersten Mal in seinem Leben verließ Geron seine Heimat. Er wusste nicht, wo genau der Rote See lag und ob er den Feenforscher dort wirklich finden würde oder wie dieser ihm helfen könnte. Er folgte dem Weg einfach nach Norden. Wie hätte er ahnen sollen, wohin ihn diese Reise noch führen würde? Sorgen hinter sich gelassen. Endlich war sie frei. Und sobald sie den Feenforscher gefunden hätten, würde sie sogar wieder zaubern können. Dann würde sie in jeden Baum einen Regenbogenvogel setzen und Geron ein fröhliches Gesicht malen. Derweil verfolgte Geron die Stimme aus seinem Traum und ihre entsetzliche Prophezeiung.
erfüllte ihn mit Zweifeln. Warum hast du dich auch mit einem Zornbold-König eingelassen? König Efferdan ist kein... Zornbold heißt nur seine Familie. Aber warum glauben dann alle, dass du Unglück bringst? Ich bringe kein Unglück. Komm, vielleicht kennt die uralte Frau dort den Weg zum Feenforscher. Sie soll uns in ihrem Wagen fahren. Warte, lass mich reden. Du spielst gut auf der Laute. Danke. Es ist das Lied eines geliebten Menschen. Eines geliebten Menschen? Bitte, wer seid ihr überhaupt? Und warum schleicht ihr euch an mein Lager? Naja. Ich finde, wir können es ruhig mit der Wahrheit. Wir kommen aus Andergast und sind auf dem Weg nach Norden. In die Blutzinnen. Das ist Nuri. Und ich bin Geron. Die Blutzinnen? Was wollt ihr denn dort? Reden wir von dem Tod oder von dem Feenforscher? Ich vertraue ihr. Wir sind auf der Suche nach einem Gelehrten. Es ist sehr verstrickt. Ich kann nicht alles erklären. Schon gut. Ich bin nicht neugierig. Nur vorsichtig. Sei gegrüßt, Rabe. Was hat denn der Rabe mit euch? Du Unglücksbringer, Borons Bote, du und deine Sippe. Ihr habt mir meinen Liebsten genommen. Verschwinde! Haltet euch fern von Borons Boten. Wie heißt sie nur? Und wer bist du? Ach ja, ich bin Isida, die Gauklerbraut. Aber jetzt Witwe. Wohin fährst du? Ich bin auf dem Weg nach Andergast. Wie ihr vielleicht wisst, wird dort die Königin von Nostria erwartet. Auf dem Volksfest will ich meine Künste darbieten. Aber jetzt ist ein Rad am Wagen gebrochen. Und ich sitze hier fest. Das ist leider die falsche Richtung. Aber ich würde mich noch einmal für ihren Mann interessieren. Was ist deinem Mann zugestoßen? Ach, mein Darian. Er war ein wunderbarer Akrobat. Ich spielte zu seinen Auftritten auf der Laute und sang. Aber unsere Künste brachten nichts mehr ein. Also ließ er das Seil so hochspannen wie noch nie. Du meinst... Keine letzten Worte. Und kein letzter Wunsch, den ich im Herzen behalten kann. Das ist... Ich weiß, wie du... Ist schon gut. Versuchen wir es einmal mit dem Mitfahren. Mit dem Gauklerwagen kämen wir viel schneller voran. Aber du solltest Andergast besser meiden, Isida. Wie kommst du darauf? Ich kehre nicht um. Vielleicht die Krähenplage. Ganz Andergast ist voller Krähen. Sie belästigen die Leute und niemand kommt gegen sie an. Das klingt abenteuerlich. Das Volksfest wurde abgesagt. Das wäre dann nur verlorene Zeit für mich. Bisher seid ihr wohl ehrlich gewesen, aber ich bin trotzdem noch nicht überzeugt. Ich könnte hier etwas von irgendwelchen Hexen in Gandagast erzählen. Aber sie hat auf den Raben schon so reagiert. Der Rabe. Er kam aus Richtung Andergast. Vielleicht ist er ein schlechtes Omen. Mit diesem Unglücksboten will ich nichts zu tun haben. Ich kehre wohl besser um. Aber mein Problem bleibt. Solange das Rad kaputt ist, sitze ich hier fest. Tja, vielleicht können wir jetzt ja doch mitfahren. Du könntest uns doch nach Norden mitnehmen. Das Reisen in der Gruppe ist viel sicherer. Solange das Rad kaputt ist, sitze ich hier fest. Ja. Und wenn ich das Rad für dich repariere?
Viel Glück dabei. Es ist zerborsten. Komm wieder, wenn du dich aufwärmen willst. Natürlich. Dann kümmern wir uns mal um das Rad. Lumi kann ja schließlich zaubern. Wolltest du nicht die Gegend auskundschaften, Rabe? Es ist Nacht und ich bin keine Eule, Dummkopf. Dann flattere zumindest irgendwo andersrum. Du hast die alte Frau zu Tode erschreckt. Ganz wie du willst. Ich bin Undank gewohnt. An den Ufern der Andra haben Gwynling und ich früher Libellen gefangen, die er dann aufgespießt hat. Aber Libellen kann man doch nicht wirklich essen. An den Ufern der Andra, die er dann Mir fehlt aber noch ein Stückchen von dem Rad. Gestutzte Einhorn mag Geron nicht. Einhorn? Keine Sorge. Meine Imra ist stoisch wie eine Eiche. Na gut. Auf jeden Fall mag mich das Pferd nicht besonders. Bis jetzt waren aber alle Teile hier in der Nähe. Dann kann ja das andere auch nicht so weit weg sein. Die Achse ist zum Glück noch ganz. Abgeschlossen. Vielleicht können wir mit Nori reden. Ruhe dich etwas aus. Uns steht noch ein langer Weg bevor. Wie lang? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie auf Reisen. Ich hoffe, es geht alles gut. Mach dir keine Sorgen. Der Vogelmann wird auf uns Acht geben. Diesem Raben traue ich kein Stück. Ich meine nicht den Raben. Ich meine den Vogelmann. Er trägt ein buntes Federkleid, umhüllt von Sternenstaub. Und wenn er auf seiner Flöte spielt, dann zerreißt es unsere Herzen vor Fernweh. Es ist das Lied der Freiheit, Geron. Du musst nur hinhören. Es ist wunderschön. Vogelmann? Du meinst Aves, den Schutzgott der Abenteurer. Wo wir auch hingehen, er wird uns beistehen. Was weiß ich denn jetzt noch über den Raben? Ich schaue mich mal weiter um. Nein, wir müssen uns erst um das Rad kümmern. Ich habe jetzt keine Zeit. Auf dem Weg komme ich nicht in den Wagen. Eigentlich möchte ich das auch gar nicht. Ich möchte eigentlich nur wissen, wo. Das muss doch hier irgendwo sein. Die Uferbüschung ist das Einzige. Hier vielleicht irgendwo hingehen. An den Ufern der die er dann. Zu sehen, was ich jetzt machen kann. Da ist die Achse, da ist das Pferd, Feuer und Nori. An den Ufer, die er dann. Ja, gut, das kennen wir jetzt ja nun schon.
Hoffentlich lockt das Feuer keine wilden Tiere an. Wie geht es dir? Es geht. Vielleicht können sie mir sagen. Nein, kann Komm nicht. Wieder, wenn du dich aufwärmen willst. Ich hätte gehofft, dass sie mir vielleicht sagen kann, das letzte Teil. Nuri, warum vertraust du dem Raben? Er will uns doch nur helfen. Er hat keinen Grund dazu. Außerdem beleidigt er mich pausenlos. Du machst es ihm auch nicht gerade leicht, nett zu dir zu sein. Er ist ein guter Vogel. Und ich glaube, indem er uns hilft, will er sich das selbst beweisen. Und du, Geron, musst endlich lernen zu vertrauen. Es sind nicht immer alle gegen dich. Ich bin Vogelfänger. Ich vertraue keinem verdammten Vogel. Tja, wer weiß, was sie zu der drohenden Gefahr zu sagen hat. Was ist, wenn der Vogelmann uns nicht beschützt? Was ist, wenn uns etwas zustößt? Hör auf! Du machst mich ja ganz verrückt. Ich werde jetzt Sterne zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei den Göttern. Das kann nicht dein Ernst sein. Du solltest es auch versuchen. Du wärst gleich viel ruhiger. 37. Da. Du hast einen vergessen. So gefällst du mir doch gleich viel besser. Bist du nicht auch müde? Kein bisschen. Du kannst also Sachen wieder ganz machen, ja? Es ist nicht gut, wenn Dinge zerbrochen sind. Aber mehr kann ich nicht. Größere Zauber kosten mich jenseits des Feenreichs zu viel Kraft. Ich würde ausgehen wie ein kleines, schüchternes Flämmchen. Aber Dinge reparieren geht. Ja, das ist leicht. Es ist wie dein Zerbrechen. Nur, dass man sich dabei vorstellen muss, wie die Scherben zusammenkommen und nicht auseinanderfallen. Sag mir einfach, was ich heil machen soll. Es müssen aber alle Teile beisammen sein. Wenn also ein Krug in 7 Scherben zerbrochen ist, dann musst du alle 7 Scherben haben. Und dann musst du sagen, ich wünsche... Das ich wünsche ist sehr wichtig. Ich glaube, sie hat uns gerade veräppelt. Tja, da müssen wir wirklich dann... Ich muss erst die restlichen Teile finden. Nur wo sind sie? Ich hätte jetzt gedacht, dass sie hier vielleicht irgendwo runtergerollt sind. Kann ich vielleicht mit dem Messer irgendwie deine Ufer... Keine Zeit für Experimente. Augenblick. Da liegt doch was. Ich muss mich wirklich daran gewöhnen, dass ich häufiger mal interagiere mit der rechten Maustaste. Jetzt kann Nuri es vielleicht heil machen. Du kannst also Sachen wieder ganz machen, ja? Ja, das ist leicht. Es ist wie dein Zerbrechen. Es müssen aber alle Teile... Jetzt kann Nuri es vielleicht heil machen. Du kannst also Sachen wieder ganz machen, ja? Ja, das ist leicht. Es ist wie dein Zerbrechen. Nur, dass man sich dabei vorstellen muss, wie die Scherben zusammenkommen und nicht auseinanderfallen. Es müssen aber alle Teile beisammen sein. Das Fahrrad selber ist doch jetzt... Gut, ich habe alle Teile. Und jetzt... Jetzt kann Nuri es vielleicht heil machen. Du kannst also Sachen... Ja, das es müssen aber... Die Teile sind doch jetzt beisammen. Ich muss mich also selber drum kümmern. Na gut. Also schön. Ich wünsche mir... Hey! Wirklich sehr komisch. Ein schönes Rad. Oh... Du kannst zaubern? Nicht mehr viel. Bist du
eine Druidentochter? Nein, ich bin Nori Darinella Wanda. Kannst du zaubern? So etwas nicht, aber ich kenne einen anderen Zauber. Wirklich? Darian und ich haben unser Publikum geradezu geblendet. Gib acht. Ui, so ein schönes, helles Licht. Aber zauberst du immer mit diesem weißen Pulver? Welches Pulver? Und es tut dir nicht weh, Licht zu beschwören? Lindert das Pulver die Schmerzen? Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Na gut, wir reparieren erstmal das Rad. So, dann können wir jetzt auch wieder abreißen. Das Rad hängt wieder an der Achse. Wärst du jetzt bereit, uns ein Stück mitzunehmen? Ihr habt den Wagen repariert. Und bei Travia, ein wenig Gesellschaft kann ich gut gebrauchen. Hier sind die Schlüssel zum Wagen. Ich bleibe noch etwas am Feuer. Dann gibt sie uns einfach so ihren Schlüssel. Sie vertraut uns also ganz schön. Dann gehen wir mal hinein. Lass uns reingehen. Der Tag war schön. Oh ja, und wie. Ich habe die Eichblattqueste gewonnen. Was machen wir als nächstes? Wir schlafen. Sieh mal. Das ist das weiße Pulver, mit dem die runzlige Frau das gleißende Licht beschwört. Ich habe gesehen, wie sie es ins Feuer geworfen hat. Rühr das nicht an. Wer weiß, was es ist. Ich schlafe auf dem Bett. Du schläfst auf dem Teppich. Was? Was war das? Es kam von draußen. Nein, nein, hier war niemand. Sie lügt. Bedauerlich. Wer Lügen spricht, soll schweigen. Bitte glaubt mir doch. Hier ist niemand außer mir. Doch. Sie sind hier. Sie will uns in die Irre leiten. Sie muss uns sagen, wo sie sind. Bitte, ich kann euch nichts mehr sagen. Dann können wir sie nicht unversehrt lassen. Verschwindet endlich! Die Zeit verrinnt so schnell in dieser Welt. Das Leben kürzt sich ab. Sie sind hier und wir finden sie. Was ist los? Zwei seltsame Gestalten suchen nach uns. Noch wissen sie nicht, wo wir sind, aber sie bedrohen Isida. Oh nein, wir müssen ihr helfen. Ich muss diese Kreaturen irgendwie ablenken oder vertreiben. Gut. Es wäre doch super, wenn wir irgendwie etwas von diesem Pulver in das Feuer schmeißen könnten. Packen wir erstmal wieder meine ganze Leiter ins Inventar. Oh. Er ist hohl. Die halten mich nur auf. Gut, was haben wir noch? Ein Lappen. Mehr gibt es hier schon mal nicht. Mit bloßen Händen fasse ich dieses Zeug nicht an. Gut, dann füllen wir es den hohlen Kopf. Was wird das? Hoffentlich hält das Pulver, was es verspricht. Das wäre natürlich ganz gut, wenn wir das erst verschließen, bevor wir es da ins Feuer werfen. Ich könnte die Halsöffnung mit dem Lappen zustopfen. Jetzt rieselt nichts mehr raus. Mach schnell! Nun ja, auch wenn es jetzt an dieser Stelle etwas spannender ist, möchte ich dich jetzt dann doch in die Nacht entlassen.
Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen und du konntest dich ein wenig entspannen. Schlaf jetzt gut. Ich wünsche dir eine wunderschöne, erholsame Nacht. Ich freue mich darauf, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest. Und somit bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal.